Jo, meine Lieben, zum Showbah! Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar heute so ein bisschen Minecraft Skywars. Und ich dachte mir, wir labern mal ein bisschen über die derzeitige Situation, so ein bisschen wie es gerade läuft und so, Leute. Und ich dachte mir einfach, Leute, ich habe mich schon gefragt, mittlerweile machen wir ja schon eine Zeit lang, dass ich jeden Tag wird ein Video hochgeladen. Das ist auch, Leute, das ist auch der Grund, warum heute jetzt so ein Video kommt. Da ich habe es leider nicht geschafft, ein richtiges Video zu machen. Keine Ahnung, ich hatte ja am Tag schon Zeit und so, aber ich war irgendwie voll verpeilt und habe irgendwie voll vergessen, dass ich ein Video machen wollte. Deswegen kommt einfach so ein Video, wo wir ein bisschen über die derzeitige Situation reden und ich einfach mal fragen will, wie gefällt euch das mit dem jeden Tag oder jeden zweiten oder jeden Tag sogar, dass jeden Tag ein Video von mir kommt, wie euch das gefällt, ob ihr das feiert und ob ihr das weiterhin so haben wollt, dass ich das so mache, weil ich finde es ehrlich gesagt relativ gut und das ist ein richtiges Schlitzohr. Und wie gesagt, Leute, also ich finde es eigentlich finde ich das richtig nice eigentlich, so jeden Tag mal ein Video zu bringen. Und ich sehe, Leute, ihr werdet echt aktiver. Allein mein Minecraft-Shader-Video hat jetzt um die 30 Klicks schon nach einem Tag. Teilweise hatten bei mir Videos schon erst nach 2 Wochen oder so 30 Klicks, so von dem her, Leute. Und ich merkte schon, dass ihr aktiver werdet, wenn ich das einfach so viel öfter und länger mache, Leute. Und deswegen will ich das jetzt auch wieder richtig, richtig reintreiben, Leute. Im Moment läuft der Skyboarder. Es wird natürlich schwieriger, wenn Skyboarder zu Ende ist. Ja, ich weiß. Da müssen wir schauen, da muss ich mir echt was überlegen, ob ich da direkt mit einem anderen Projekt anknüpfe, weil ich denke, mein Kanal braucht immer ein Projekt, damit er aktiv bleibt, wisst ihr, Leute, weil jetzt kann ich zum Beispiel Skywars bringen und ein bisschen mit euch labern, aber was mache ich, wenn ich zum Beispiel kein Projekt habe, sondern nur Skywars zum Beispiel, und das ist halt auch blöd auf Dauer, und wenn ich den jetzt bekomme, dann bin ich der King. Oh, easy. Alter, Hauptsache nur noch halbes Herz, aber easy, easy. Und Leute, wisst ihr, wenn ich halt einfach kein Projekt habe, dann muss ich mir immer vor jedem Video irgendwelche Gedanken machen, was ich aufnehme. Und auf Dauer funktioniert das nicht, Leute. Das weiß ich aus Erfahrung. Deswegen schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr so, nachdem Skyboarder vorbei ist. Es wird ja noch eine Zeit dauern, denke ich zumindest. Also einen Monat auf jeden Fall noch. Oder ein paar Wochen. Und deswegen, Leute, frage ich euch, was wollt ihr haben? Was wollt ihr von mir sehen? Oder wie wollt ihr das von mir sehen? Was ich machen soll? Und schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, Leute. Und mehr wollte ich in diesem Video eigentlich auch gar nicht sagen. Einfach nur ein Feedback von meiner Seite geben. Gebt mir mal ein Feedback von eurer Seite, wie euch das gefällt mit dem jeden Tag ein Video. Wie euch das gefällt. Also, ich finde es eigentlich super, natürlich. Gibt es immer noch ein paar inaktive Abonnenten, aber ich denke, die werden mit der Zeit wieder zurückkommen. Und ich habe auf meinem Kanal gesehen, dass ich einen Abonnenten mehr habe oder so. Also, keine Ahnung. Also, ich habe auf jeden Fall gesehen, dass mich irgendjemand Neues abonniert hat. Und da bin ich extrem dankbar. Es hat mich natürlich in dem Moment halt einfach mega gefreut, dass mich jemand abonniert hat. Also, das ist einfach ein schönes, ein sauschönes Gefühl, einfach zu wissen, dass sich jemand einfach für dich interessiert und einfach dir folgen will. Und das finde ich super. Deswegen, Leute, würde ich einfach sagen, wir konzentrieren uns mal auf die Runde und gucken mal, wie wir die Gegner so auseinandernehmen. Okay, ich mache das nie wieder, okay, Leute. Ich habe selbst gemerkt, das war jetzt gerade nicht so cool. So, 7 Leute leben noch und wir gucken einfach mal, wo wir hingehen. Der ist dir. Mit dem Typen lege ich mir... Ich weiß nicht, ich könnte mich theoretisch mit ihm anlegen, aber... eher unkluge Entscheidung. Deswegen gucke ich mal, wo will denn er hin? Eine Insel weiter rüber. Ach, okay, den da hinten könnte ich mir holen. Indem ich einfach jetzt so runterjumpe. Oh mein Gott, die Enderperle kommt nicht an. Oh mein Gott, war das knapp. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Alter, okay, da ist er. Der denkt jetzt, er ist der Typ, der sich Chiki anschleicht. Aber das bin ich. Ich schleiche mich bei ihm Chiki an. Und der checkt es nicht. Obwohl, hat er es gecheckt? Also ich weiß gar nicht, ob er es gecheckt hat, aber... Oh Gott. Die sind gerade in einem Intense-Fight. Eklig abgestaubt. Okay, ja, sorry. Ich weiß, das macht man nicht, aber... Sie sind hier in einer harten Zeit, in der man schauen muss, wo man steht,
Und Wiebert spielt, Leute. Und es sieht so aus, als würde das jetzt hier langsam eine gute Runde werden, Leute. So von dem her, ich bin hier eigentlich nicht so mit dem Gefühl reingegangen, dass das eine gute Runde wird, sondern ich dachte mir, ich brauche Gaming. Ich brauche irgendein Material, was ich hochladen kann. Sonst habe ich kein Video. Und dann habe ich mit meiner Regel gebrochen. Und Leute, ich dachte mir nur so, ein Mann, ein Wort, ich muss mein Wort halten. Aber dann, als ich dann gemerkt habe, ich habe kein Video, es ist richtig traurig geworden langsam. Aber dann habe ich gemerkt, ach, ich kann eigentlich irgendwie... Wow! Das wäre es auch mit der Runde gewesen, wenn ich da jetzt nicht aufgepasst. Okay, Leute, diese goldene Karotten brauchen wir nicht. Ich habe 2 in der Perlen. Und ich würde sagen, Alter, der Mittentyp ist doch eigentlich jetzt gar kein Problem mehr für uns, oder so. Ist er noch ein Problem für uns? Also, Leute, ich weiß nicht. Und ich wollte euch noch fragen, was haltet ihr davon, wenn in Zukunft mein Facecam kommt? Also, wenn ich mir natürlich eine leisten kann. Ungefähr nächste Woche kriege ich mein Money. Und dann kann ich mir endlich mal eine Facecam leisten. Und wenn ich sie mir leisten... Das war's dann wieder komplett, Leute. Ach, komm schon. Man spielt immer eine halbwegs gute Runde und dann passiert sowas. Egal, Leute. Wie gesagt, das soll es dann vor dem Video gewesen sein. Facecam kommt bald, wenn ich mir eine Facecam leisten kann und ich habe, also nächste Woche ungefähr. Und da würde ich aber sagen, schaut euch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Schaut bei irgendwelchen Kollegen vorbei, die ich verlinkt habe oder sonstiges getan habe. Ich weiß nicht. Haut rein, mach's gut und... Tschüss!